Anja Lorenz ist unsere Expertin für den Bereich MOOCs. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Meine erste Frage an dich, wie schaut es mit den MOOCs in Deutschland so aus? MOOCs in Deutschland haben nicht gerade den guten Stand, wie wir hier auf der eMOOCs erfahren haben. Da gibt es eine Studie von der Europäischen Kommission, wo 5 Länder evaluiert wurden und MOOCs, Deutschland war das vorletzte vor Polen. Ich glaube, MOOCs sind an Hochschulen in Deutschland nicht so sehr weit verbreitet. Aber es gibt einige Hochschulen, wenn sie es machen, machen sie viele davon. Also die TU München macht viele, Aachen macht recht viele, wir machen viele in Lübeck. Ich glaube, das ist so ein Ding, entweder man macht welche oder nicht. Und mal einen MOOC machen, das sind eher so die Anfänge. Wie ist es in Lübeck bei euch jetzt? Also ihr habt ja eine eigene MOOC-Plattform. Wie ist da die Philosophie dahinter und welche Erfahrungen habt ihr so eigentlich gemacht mit dieser MOOC-Plattform? 2 große Fragen. Okay, also die MOOC-Plattform heißt Moin mit Doppel-O, wegen Open und Online. Und wir haben die eigene MOOC-Plattform entwickelt, weil wir haben vorher schon 2 MOOCs gemacht, Grundlagen des Marketing und Hanse-MOOC. Die haben wir sowohl auf einer eigenen, ich sag mal, ein bisschen erweiterten Moodle-Plattform laufen lassen, als auch auf Iversity. Und dann kamen 2 große MOOC-Projekte, mit denen wir jetzt insgesamt, ich glaube, 20 MOOCs versprochen haben, 40 MOOCs bis 2020 planen. Und dafür haben wir gesagt, um da wirklich alles abdecken zu können, was wir wollen, brauchen wir eine eigene MOOC-Plattform. Bei uns in Lübeck war auch die Expertise vorhanden. Also da entsprechend so ein Ding aufzubauen, da sind 160 Manntage Entwicklung reingeflossen, dass wir mit Moin überhaupt nicht mehr an Moodle erinnern. Und jetzt nutzen wir die für MOOCs, für eigene MOOCs. Wir hosten auch andere MOOCs, haben Partner, ganz verschiedene Modelle an der Stelle. Wenn du vorhin schon gesagt hast, also Doppel-O für Open und Online, wie versteht ihr Open ganz grundsätzlich? Das Einfachste ist immer zu sagen, es kann sich jeder anmelden. Und zwar braucht man einen Namen oder eine Bezeichnung und eine E-Mail-Adresse. Das ist alles, was man braucht. Selbst da sind wir schon gefragt worden, warum braucht man es überhaupt, wenn das Open ist. Ist schlichtweg die Sache, wenn man im Forumbeitrag steht, muss da ein Name daneben stehen. Wenn ich eine E-Mail verschicke, bitte, jetzt geht die neue Woche los, muss die irgendwer bekommen. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht in einem anderen Projekt, wenn man sich überhaupt nicht anmelden muss, hat man auch niemanden, den man für Evaluationen ranbekommt. Open heißt auch kostenlos. Wir haben schon experimentiert so mit so kleinen Premium-Contents, da zu sagen, okay, Foliensatz 5 Euro oder 10 Euro. Sowas machen wir ab und zu, aber eher so als Experimente bisher. Aber eigentlich sind die MOOCs alle kostenlos. Und wo wir es machen können, machen wir OER. Das heißt, wir lizenzieren es unter CC BY Lizenz oder wenn wir Projekte hosten, die sagen wir CC BY SA oder sowas, machen wir das gerne. Alle Sachen, die wir selber produzieren, da muss schon was schieflaufen, dass wir sie nicht unter CC BY Lizenz packen. Wenn wir mit fremden Menschen zusammenarbeiten, die MOOCs machen, klappt das nicht immer. Also wir würden es gerne überall durchsetzen, soweit wie es geht, dann machen wir es auch. Deine Einschätzung, sind MOOCs eher für die Aus- oder eher die Weiterbildung? Werden sie die Uni ersetzen? Da gibt es bei uns durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Ich persönlich glaube noch, bin mir aber überhaupt nicht sicher, dass gerade dieses Erststudium, das ist auch eine Lebensphase. Ob man die jetzt ganz alleine zu Hause machen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist eine total tolle Möglichkeit zu sagen, ich kann Weiterbildung wirklich flexibilisieren. Ich bin ganz unterschiedlich in meinen Job eingebunden, ich bin vormittags eingebunden, ich bin nachmittags eingebunden, ich habe vielleicht auch Nachtszeit und kann da dann was lernen. Auch zu Sachen, die jetzt in meiner näheren Umgebung überhaupt nicht angeboten werden. Also ich wohne vielleicht in Lübeck und möchte was machen über Corporate Learning. Da habe ich jetzt natürlich nicht so unbedingt die Unternehmen und die Angebote an der Hand. Also das ist in der Flexibilisierung wahrscheinlich eher in der Weiterbildung. Aber wir haben mit einem Projekt, das heißt PIMUC, haben wir auch jetzt die ersten Ansätze zu gucken, wie kann man denn Credit Points kriegen. Aktuell sieht das so aus, man macht den MOOC und kommt in die Hochschule und schreibt die Prüfung. Man kann das an verschiedenen Standorten machen. Aber das wäre nochmal so eine Möglichkeit, auch die normale Ausbildung noch zu erweitern, zu sagen, auch Lübeck ist vielleicht doch ganz besser an der Stelle, unser Prof ist da ein bisschen langweilig, dann mache ich das halt dort. Oder andersrum, ich mache es vielleicht in München und komme nach Lübeck zurück. 3 Tipps noch am Ende, also wenn du einem MOOC-Lerner, einer MOOC-Lernerin 3 Tipps mitgeben möchtest, was wären das für Tipps? Das ist gar nicht so einfach, weil ich habe selber immer gar nicht so viele MOOCs gemacht, falls das rausgeschnitten werden muss. Nein, das ist eigentlich
Ich glaube, das ist relativ einfach. Der erste ist die Community, sich jemanden suchen, der mitmacht. Der muss nicht nebeneinsetzen, den muss man auch nicht persönlich kennen. Über das Web kennenlernen ist eine gute Sache. Also sich vielleicht vorzustellen im Forum, das hilft immer ganz sehr zu sagen, oh, jetzt wissen die alle, dass ich eigentlich mitmache. Und wenn ich dann überhaupt nichts mehr tue, dann merken die das. Die zweite Sache ist, sich halt vielleicht auch regelmäßig Zeit dafür zu nehmen, zu sagen, okay, immer Donnerstagabend läuft vielleicht sowieso nichts im Fernsehen, mache ich jetzt den MOOC. Und die dritte Sache ist, drüber zu reden. MOOCs machen oft mehr Spaß, wenn viele Leute mitmachen. Und anderen Leuten zu erzählen, dass man sowas gerne macht und dass es da sowas gibt. Wir hören immer ganz viele MOOC-Teilnehmer, die sagen, vielleicht das meinen Kollegen erzählt. Die wussten überhaupt nicht, dass es sowas kostenlos im Internet gibt. Also ich muss meiner Mutter immer erklären, dass wir sowas machen, kostenlos im Internet für alle. Das wäre vielleicht das Dritte. Ja. Ja, wunderbar, Dankeschön.